Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube und hier erfahrt ihr alles über Rasen und Technik zur Rasenpflege. Und heute machen wir wieder ein kleines Technikvideo. Ich werde etwas bauen, etwas basteln, was ich total cool finde, was es für super teures Geld im Internet auch zu kaufen gibt. Und zwar ein Messgerät zum Messen der Rasenschnitthöhe. Ja, nicht, ich brauche keinen neuen Zollstock, nein, ich messe ja mit dem Zollstock immer die Schnitthöhe, das geht auch nicht schlecht, aber es gibt was viel cooleres und das baue ich heute und ja, ihr seid dabei. Viel Spaß damit, bis gleich. Yeah! Was ich mir schon gekauft habe, was wir zuerst benötigen, ist ein doppelseitiger Spiegel. Ja, ja, ein doppelseitiger Spiegel. Den doppelseitigen Spiegel, den kriegt man für günstiges Geld beim Glaser. Dann habe ich mir besorgt eine Metallplatte. Gut, dann brauchen wir noch ein Stück Holz. Gutes Holz, ein Holz, was sich auch nicht verzieht. Ich habe hier ein schönes Stück Buchenholz genommen. Das ist auch schon alles. Dann brauchen wir noch ein bisschen Farbe und wir brauchen noch ein Millimeterpapier. Das habe ich noch nicht. Das muss ich noch mal suchen, ob es noch Millimeterpapier gibt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber da kommen wir später zu. So, das bauen wir jetzt mal zusammen. Dazu muss ich hier erstmal in diese Metallplatte vier Löcher bohren. Ich habe hier schon die Löcher vorgekörnt, um da vier solche selbstschneidenden Holzschrauben zu versenken. Und damit werden wir nachher das Holz festschrauben. Ja, dann habe ich hier auf dem Holz bereits einen 45 Grad Strich gezogen. So, wie ihr seht das alles hier auf dem Holz, habe ich einen 45 Grad Strich gezogen und dann nochmal einen senkrechten Strich gezogen. Dafür braucht man eine Kappsäge, um das Holz sauber durchzusägen. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ja, dann mal los. Okay, Bohrmaschine, Handschuhe und Schutzbrille. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt fliegen die Späne. Das mache ich mal ausnahmsweise alles richtig. Ein knapp, aber es passt noch. So, dass wir auch durchbohren können. Festziehen. Bohrer. Jetzt wird es laut. Bohrschutz nicht vergessen. Und jetzt sehen wir noch so einen Kegelsenker. So sieht das aus. Cool. Sehr gut. So, damit haben wir jetzt die Platte gebohrt. Jetzt müssen wir das Holz sägen. Das wird jetzt eine Schweinerei. Das mache ich jetzt draußen. Ja, noch nicht ganz. Ja. Das wirklich hinkriegen. Auch den 45 Grad Schnitt, den teste ich jetzt auch erstmal, weil auch der muss exakt sein. Nee, das war ein bisschen zu viel. Das ist nicht schlecht. So, okay. Gut. Also, ziehen wir. Cool. So, jetzt schön
Yeah! So. So, 1 Millimeter war darüber. Genau, immer Millimeter stehen lassen. Also jetzt kommt es nicht auf Hundertstel drauf an. Auf Hundertstel kommt es nicht drauf an. Das sieht doch cool aus. Also wir haben die Platten hier. So, wir haben das Holz, das Metall, wir haben Schrauben, das Bäumendrichen Bit. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Es ist ein Prototyp. Es ist ein Prototyp. Der passt besser. Ich muss mal die Ratsche einstellen auf 4. Ja, ein ganz bisschen hier farbloses Bausilikon. Jetzt gilt's, Freaks. Jetzt gilt's. Ist gut. Das trage ich jetzt rein, damit es in der Wärme schneller trocknet. So, Freaks, es geht weiter. Ich habe jetzt hier schon eine Folie ausgedruckt. Das ist soweit fertig. Die wird jetzt da drauf geklebt, ausgeschnitten und da drauf geklebt. So, jetzt habe ich auch mittlerweile schon hier das Holz schön lasiert. Das sieht auch gut aus. Das Holz ein bisschen angemalt. Jetzt habe ich auch entschieden, das andersrum ranzuschrauben. Ups. Weil ich ein bisschen Spiel brauche. Jetzt schneiden wir hier noch den Aufkleber sauber ab. Zack, den Nullstrich noch weg. So, geil. So, jetzt gucken wir mal, was hier drauf kleben. Komm her. So, umknicken. Jetzt geht's. Ganz. So. So. Ist gut. So. Das ist geil, Freaks. So. Jetzt schrauben wir den an. Dann werdet ihr verstehen, was ich hier eigentlich gebaut habe. Dann werdet ihr es verstehen. Mein Gadget. Mein Gadget. Oh! Ich dreh durch. Ich hab schon mal aufgeguckt. Ja! Freaks, das wird der absolute Wahnsinn. Das wird der absolute Wahnsinn. Das ist sensationell. Zack, weg damit. Sensationell.
So, genau. Freaks, es ist fertig. Es ist fertig. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht. Ne, so, ne? Seht ihr das? Ja! So. So, Freaks. Es ist so krass. Es ist so krass. Da, Freaks. Seht ihr das? Das nicht so gut rüber hier. Der Schnitthöhenmesser sieht in live noch viel besser aus. Ja, Freaks, das ist ein Schnitthöhenmessgerät. Durch diesen Spiegel und durch die spiegelverkehrte Schrift kann ich also jetzt hier dieses Gerät schön in den Boden reindrücken und dann schaue ich von dieser Seite auf den Spiegel und peile genau über meinen Rasen rüber und sehe jeden Halm und die durchschnittliche Schnitthöhe. Und wir liegen jetzt hier, das ist sensationell, wir liegen hier mit einer Schnitthöhe um die 15 mm. Das ist doch schon ganz schön kurz. Ja, um die 15 bis 17 mm. Dazu muss natürlich diese Kante auch sauber auf dem Boden aufliegen und es darf nicht. Ja, das ändert sich aber nicht ganz so viel. Hier ist eine Skala. Hier ist eine Skala und die geht von 0 bis 40 mm. Und jetzt sehe ich ganz genau, wie hoch mein Schnitt ist. Und wenn ich das umdrehe und so jetzt hier auf den, also jetzt im Grunde genommen so jetzt auf den Spiegel schaue, dann kann ich über den ganzen Rasen, also praktisch auf Bodenhöhe, kann ich über den ganzen Rasen, über die ganze Rasenfläche rüber peilen und ich sehe jeden Halm. Ich sehe jeden rausstehenden Halm und sehe, wie gleichmäßig der Schnitt des Rasenmähers ist. Und ich muss sagen, der Swartman-Schnitt, ich habe mich ja vorhin mit dem Swartman gemäht, der Swartman-Schnitt ist schon sensationell gleichmäßig. Es gibt so ein paar ganz wenige Halme, das kann man jetzt hier fantastisch sehen. Man sieht über die ganze Fläche rüber, man sieht immer so die einzelnen Halme rausstehen. Und es sind nur noch sehr wenige. Das ist ein Megateil. Freaks, die große Frage ist, soll ich das hier für euch in Serie produzieren? Sagt mir, ob ihr auch sowas haben wollt. Ich finde das mega geil. Vielleicht biete ich das in meinem Shop an, auf meiner Homepage. Ich weiß es noch nicht, das hängt von eurer Reaktion ab. Ich bin total begeistert, das funktioniert sensationell und wenn ihr es mal in live sehen würdet, ihr würdet völlig ausrasten. Danke fürs Zuschauen, das war's für heute, euer Rasenfreak. Tschüss! Geil! Ah, da fliegen mir die Schuhe weg. Was? Leute, die mit Rasen haben, der 40 hoch ist, die brauchen den nicht. Wieso? Natürlich. Tja, schon also die Arschkarte.